Willkommen bei CSR Automotive. Neues Jahr, neues Projekt, neues Auto. Wir holen unseren Golf 7 R Facelift. Und was wir damit vorhaben, das seht ihr in den nächsten Projektfolgen. Alles nach dem Intro. Bis dann. Los geht's. So, da haben wir uns jetzt mal wieder das beste Wetter ausgesucht, hey. Wahnsinn. Die ganze Zeit schneit's nicht, jetzt bäm Schnee, wenn wir ein Auto mit Sommerreifen abholen wollen. Aber zum Glück ist es ja ein Allrad. Der Golf 7 R, immerhin Golf 7 R Facelift. Brandon, was haben wir? 2 Jahre alt oder so, ne? Ja, ist was, ich glaube auch. Also so ein Leasing-Rückläufer. Und was brauchen wir noch? Natürlich unsere Spoiler. Und zwar, ihr könnt diesmal, ich sag jetzt mal, live dabei sein. Es wird von der Idee über die Konstruktion, über das Fahrzeug, das wir scannen, wird alles dokumentiert sein. Ihr könnt alles miterleben und sehen, was da auch letztendlich da alles so dahinter steckt, bis ihr dann mal den Spoiler am Auto habt. Was haben wir noch vor? Folierung. Es gibt eine Komplettfolierung und nicht einfach hier, keine Ahnung, Silber Metallic drauf foliert, sondern richtiges geiles Foliendesign. Wir haben absolute Profis mit an Bord, die das Foliendesign erstens gestalterisch entwickeln, dann auch entsprechend ausdrucken, die dann da diese speziellen Plotter auch dafür haben. Und dann natürlich das Ganze auch fachmännisch auf das Auto drauf machen. Dann wird es sicherlich noch Tieferlegung Räder geben. Da wissen wir noch nicht so genau, wie und wo es genau hingeht. Mal überraschen lassen. In den nächsten Folgen kommt das alles. So, und das Auto wird hier beim regional ansässigen VW-Händler gekauft und jetzt dann auch abgeholt. Und zwar der VW-Feser Joachim ist das in diesem Fall, die Filiale hier in Roth. Die Firma Feser, Graf Feser, die Gruppe hat sehr, sehr viele Autohäuser, ist, glaube ich, einer der biggsten Player in ganz Deutschland. Ja. Daniel, servus. Servus, hi. Hab schon gesehen, die Karre steht schon bereit. So ist es, genau. So muss es sein. Ihr habt das ganze Auto noch mal durchgeguckt? So ist es, machen wir bei jedem Auto. Übergabedurchsicht, komplett, alles gecheckt, Flüssigkeiten, Reifenluftdruck. Inspektion, TÜV, das ist alles erledigt. Perfekt, also wir brauchen keine Sorge haben. Nein. Uns überholt kein Hinterreifen. Nein. Alles festzogen, alles ready, genau. Ihr habt wie viele Autohäuser in Deutschland? Wir haben jetzt 53 Standorte insgesamt. 53? 53, ja. Wir haben die Kernmarken VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Skoda, Cupra ist jetzt dazugekommen. Also die neue Marke. Mhm. Das läuft alles unter der Feser Graf Gruppe. Wir haben Feser Schaf, da haben wir nochmal Jaguar, Land Rover, Kia jetzt mit neu reingenommen, Renault, Dacia. Also wir bieten mittlerweile fast alles an. Das ist natürlich perfekt. Ja. Und es empfiehlt sich in solchen Dingen auch immer wieder, gerade jetzt was so junge Gebrauchte angeht, sage ich jetzt mal, zum Händler, zum Markenhändler zu gehen, denn ihr habt den Zugriff auf den VW-Pool jetzt in dem Fall. Genau, richtig? Wir können als große Händler können wir auf große Pakete zugreifen, können viele Autos zukaufen. Wir geben die mittlerweile auch weiter an die kleinen Händler. Wir stellen unsere Fahrzeuge teilweise zu den kleinen Händlern, die können sie mitverkaufen. Also so funktioniert es mittlerweile für die auch leichter, dass die an Fahrzeuge rankommen, zu den Preisen. Mhm. Also wenn ein seriöses Auto, gerade jetzt im VW-Bereich, da bist du der richtige Ansprechpartner. Genau. Wir verlinken dann auch mal die Feser Graf Gruppe, wer Bock hat und gerade eben ein Auto sucht, gerade so Leasingrückläufer. Und der Markt ist ja momentan hart umkämpft. Ne? So ist es ja. Gerade in der Corona-Situation, wir haben weniger als sonst Gebrauchtwagen. Wir haben Neuwagen, ist ja sowieso die Marktlage super schwierig, Liefersituation, halbes Jahr Mindestwartezeit. Allerdings, wenn wir dann Aktionen haben, dann ist es im Neuwagenbereich mittlerweile auch sehr attraktiv. Neuwagen wäre dann auch zum Beispiel über dich, wenn genau, ich jetzt einen neuen VW bräuchte. Natürlich auch klasse. Und ansonsten eben die ganze Gruppe eben
Riesenangebot. Ich habe gesehen, ihr habt ja noch ein paar Airs mehr. Ne? Es sind ja einige Sachen jetzt aus dem Leasing zurückgelaufen. Genau. Also gerade für Leute, die jetzt Bock auf Air oder ich glaube GTI TCR kommt stark zurück aktuell. Kommt zurück, genau. Da sind jetzt viele Leasing-Rückläufer. Ja. Wir kaufen auch so aus dem freien Markt zu. Wir kaufen von allen möglichen Dingern über Verleihfirmen zum Beispiel, die haben große Pakete bei uns, die kommen dann wieder zurück und die verkaufen wir dann. Und dann ist ja noch so eine Sache, wenn man jetzt da zum Händler, zum Markenhändler geht, denkt man immer, man kauft irgendwie teuer ein, aber ihr schaut schon, dass ihr auch eure Fahrzeuge konkurrenzfähig anbieten könnt. Ja? Genau, genau. Also wir kaufen die Fahrzeuge rein, wir kriegen Leasingrückläufer von VW direkt. Wir schauen, was wir dafür zahlen, wir bieten sie dann dementsprechend zu den selben Preisen wie im Internet stehen an und ja, wenn sie dann längere Zeit stehen, passen wir die Preise auch dementsprechend dann wieder an. Also wird es an die Situationen angepasst. Genau. Natürlich immer Angebot und Nachfrage und Geld drauflegen wollen wir auch nicht unbedingt, das ist schon ganz klar, leben, leben lassen. Aber ich sag mal so, über den Tisch gezogen, so nach dem Motto, Auto kostet 20.000 und was ist letzte Preis? 15. Also das sind so Dinge, die passieren hier nicht, sondern es sind reelle Preise. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Auto. Hier soweit erstmal alles besprochen. So, super, hier steht das gute Stück. Also Golf 7 R Facelift mit OPF. 2,5 Jahre alt, glaube ich, roundabout. Ja, 2 Jahre war er, glaube ich, im Leasing, genau. Genau, also gute 2 Jahre. Was haben wir, Kilometer 20.000? 21.000. 21.000, da bist du 2.000 Kilometer mal selber kurz nach Österreich gefahren, oder? Also, Zustand, ich muss echt sagen, Brandon, was meinst du? Daniel, ja, locker, ne? Perfekt. Also der Typ hat aufgepasst auf sein Auto. Ausstattungstechnisch, wir haben bewusst auf das Panoramadach verzichtet, weil das ist echt eine Krankheit, oder? Ja, finde ich auch nicht so. Gewichtstechnisch ist es schon das erste Problem. Genau, wir wollen ja dann Performance. Und einmal die Dinge dicht oben und das Wasser hast du im Innenraum. Also. Ansonsten haben wir das virtuelle Cockpit, weil das fand ich geil vom TCR noch. Da war es nämlich Standard, glaube ich, und hier musste man das optional dazu kaufen. So ist es, genau. Genau. Dann Doppelkupplungsgetriebe, ich meine, ist klar, ohne gibt es ihn nicht, ne, glaube ich. Den gibt es als Handschalter. Den gibt es als Handschalter? Oh Gott. Ja. Also alle, die das anders denken, in die Kommentare dann bitte rein. Was haben wir sonst noch standardmäßig, ausstattungsmäßig? Das ist hier schwarz. Deep Black Pearl Effect. Also metallisch? Schwarz-metallic, genau. Ich glaube, es ist, macht 50% Marktanteil aus, schwarz und grau, schwarz und weiß, das ist momentan so, ist so die Sache. Das sind die Standardfelgen 18 Zoll? Glaube ich. Genau. Wir werden wahrscheinlich andere Sachen drauf machen, aber ich finde das Rad auch gar nicht so unschick. Oder, Brandon? Die R-Felge, ja. Sehr schön. Warum nicht? Eben. Okay, mach mal die Haube auf. Schauen wir da mal rein. Ui, habt ihr aber schön immer nachpoliert. Ja, freilich. Ne, beim Dönerverkäufer um die Ecke, wenn der den Motorraum sauber gemacht hat, ist das immer ein schlechtes Zeichen. In dem Fall lasse ich mir das eingehen. Der glänzt dann aber mehr. Das schaut noch serienmäßig aus. Das Öl dann noch ja, genau. Flüssigkeiten, jawohl. Oi, da hat aber einer nachgemessen. Das ist ja Wahnsinn. Der Maximalpunkt ist aber auf den Mikromillimeter genau getroffen. Perfekt. Ich hoffe, mit dem Öl ist es auch so. Klar. Flüssigkeiten sind gecheckt. Wir vertrauen einfach mal. Wenn wir ein Zahnrad verlieren auf der Autobahn, kommen wir wieder. So viel zum Thema Gewährleistung. Freunde, es hat sich 2022 ein bisschen was getan. Bist du schon informiert? Also ich weiß, im Gebrauchtwagenbereich müssen wir jetzt seit mindestens ein Jahr Gewährleistung genau geben. Gewährleistung heißt, das Auto jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo du mir das Auto gibst, ja, passt. Genau. Punkt. Wenn jetzt nach einem halben Jahr irgendwas an dem Auto ist und ihr nachweisen könnt, und das ist das nämlich, ihr müsst jetzt ein Jahr lang nämlich nachweisen können, dass das nicht vorher schon war, sondern dass das in diesem Jahr des Gebrauchs, also der Benutzung von euch passiert ist. Das heißt, die Gewährleistung bezieht sich immer auf den Status quo, auf den Tag der Übergabe. Genau. Und man will nur da sicher gehen, dass nicht irgendwelche versteckten Schäden am Fahrzeug bereits waren. Ja. Und euch dann irgendwie, was weiß ich, der Motor zum Beispiel würde nur dreizylindrig laufen, ihr nehmt das Auto mit und irgendwann habt ihr Motorschaden als Beispiel, dann könnt ihr natürlich hingehen zum Händler und sagen, Moment mal, das musst du machen.
Wenn der allerdings in der Übergabe in Ordnung war, das ist auch der Grund, warum ihr wahrscheinlich die Autos alle nochmal durchprüft, jawohl, dass ihr da safe seid. Die werden das auch dokumentieren, dass das Auto jetzt heute, Stand heute, top in Ordnung ist. Und wenn das nämlich dann in der Zeit passiert, dann ist es nämlich euer Problem. Aber beweisen müssen dies und das ein Jahr lang. Und früher war das nur ein halbes Jahr und das ist der Unterschied, genau, zu 2022. Aber, und das empfiehlt sich gerade auch bei solchen Autos, Garantie, ja, bietet ihr sicherlich auch an. Garantie haben wir grundsätzlich von VW 2 Jahre. Wir haben eine Herstellerverlängerung, wir können eine Anschlussgarantie wählen, bis zu 3 Jahren. Das heißt, wir haben dann insgesamt 5 Jahre. Das ist auch die Garantie, was ich jedem empfehlen würde. Wir bieten aber zusätzlich noch zum Kauf oder beziehungsweise was wir mit rausgeben, eine Garantie über einen Drittanbieter. Okay, ja, also man kann sie dazu kaufen. Genau. Man kann sie dazu kaufen. In dem Fall wäre ja jetzt bei uns zum Beispiel, weil wir Gewerbetreibende sind, wäre es wahrscheinlich der Ausschluss der Garantie. Genau. Und auch im Übrigen kann er hier die Gewährleistung ausschließen. Ja. Das nicht vergessen, lieber privaten Auto kaufen, habt ihr mehr Schutz, als wenn ihr es im gewerblichen Bereich macht, kann der Händler alles einfach ausschließen. Bei Gebrauchtwagengarantie, was man im Anschluss abschließt, ist nie so gut wie eine Herstellergarantie, das kann ich dazu sagen. Also es ist immer laufleistungsgebunden, über die Jahre gebunden, also je nachdem, wie lange ihr das Auto schon habt, wie viel ihr fahrt mit dem Auto, umso weniger wird die Garantie auch immer dann zahlen. Okay. Bei einer Herstelleranschlussgarantie ist es so, wenn ihr 3 Jahre und 150.000 Kilometer absichert, dann habt ihr dann die insgesamt 5 Jahre Länge und die sind safe. Also da zahlen die auch alles, was irgendwie mit reinfällt. Gut, also dann wäre am sinnvollsten Leasingrückläufer mit, genau, mit Herstelleranschlussgarantie. Genau. Und das sind auch Dinge, die dann natürlich auch nur beim Händler, genau, also beim richtigen Markenhändler gemacht werden. Genau, so ist es. Viele Autos, die wir draußen stehen haben, haben eine Anschlussgarantie so drauf und da brauchen wir uns um nichts kümmern. Genau. Und ihr seid hundertprozentig sicher. Und der Kunde ist natürlich genauso sicher. Super. Denn wir hatten zum Beispiel in unserem GTI auch schon mal einen Austauschmotor. Da fing das Ding hier dann auf einmal das Klappern an. Also die 2 Liter TSI-Motoren sind nicht so ganz ohne. Gut, was haben wir noch? Innenraum ist, glaube ich, ziemlich geil. Hinten war nie einer gesessen, haben wir festgestellt. Der Kofferraum wurde auch nie benutzt. Also. Kofferraum wurde auch nie benutzt. Oh, blaue Leuchtdinger. Das ist, glaube ich, Standard, oder? Ja, beim R. Beim R ist alles blau. Alles blau. Wunderbar. Also schaut schick aus. Mehr braucht man auch nicht. Alles andere Gedöns. Hat er überhaupt Navi? Navi hat er drin, ja. Navi hat er. Und K-App. Apple CarPlay, also App Connect nennt sich das Handy Ganze. Rein. Pff. Was willst du mehr? Super, toll. So, und jetzt haben wir das gute Stück bei uns. Was kommt als nächstes? Als nächstes wird das Fahrzeug von uns gescannt. Ihr könnt dabei sein. Wir werden euch zeigen, wie das technisch bei uns abläuft. Anschließend werden die Teile entsprechend konstruiert. Von dem her würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, das Projekt euch interessiert, wie gesagt, es gibt noch einige Videos mehr, dann abonniert den Kanal und bleibt am Ball, wenn es wieder heißt Golf 7R Projekt 2022 mit CSR. In diesem Sinne, gute Fahrt, bye bye.